Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt noch heute die Kraft, wie manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft die Spieler sind auf jedem Gegner heiß, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater, und alle wissen, hier ist er, der Vater. Warum jetzt? Komm, Matze. Jetzt leg auf Ode. Wo ist Ode? In der 38. spielen wir die letzte Wettbewerb zum dritten Mal aus. Für die Nummer 13, Stefan Mieser. Machen
völlig verdientes 1-0 auch. Und ja, schenkt mir ein bisschen ein 1-1 her. So hätte ich mir das eigentlich auch vorgestellt, dass wir mit 1-0 nachher in die Halbzeit danach gehen. Und dann muss ich einfach sagen, hat meine Mannschaft nicht so richtig erstmal Halbzeit gespielt, für das erste Bayern in der Spiel. Dann kommen wir ein bisschen müde raus, sind nicht 100% konzentriert in dem Spiel. Und vergessen immer, dass wir die Aggressivität aber auch noch brauchen in den Zweikämpfen. Und da haben wir ein bisschen zu lätschert gespielt. Dann kriegen wir halt aufs 2-1 verdient. Und da waren wir wirklich unten am Boden. Aber das ist die Moral von meiner Mannschaft, vor allen Dingen auswärts. Die kommt dann auch nochmal. Wenn es gerade egal ist, oder wenn alle meinen, dann ist da was da. Und dann haben wir es halt erzwungen und sicherlich auch mit den individuellen Fehlern von euch. Aber ich denke mal, ja, heute im Gedanken der Unentschieden sicherlich okay gewesen. Aber ich freue mich natürlich. Dadurch, dass ich selber Torwart war, ich habe immer ein bisschen Bauchbewegen, wenn jemand einen Torwartfehler macht und wir dann aber gut, nehme ich gerne an. Hallo miteinander. Enttäuschung ist groß. Ich habe es auch schon so gesehen, weil das Spiel in die Richtung gegangen ist, dass es als ja, fast schon als Sieg für uns ausgeschaut hat. Aber leider sind halt dann Fehler dazugekommen, die kann ich gar nicht beschreiben. Also Fehler kann man eigentlich gar nicht machen. Aber wie der Daniel schon gesagt hat, wir haben in der ersten Halbzeit 20 Minuten richtig hergeschenkt. Da waren wir richtig unsortiert und auch nervös. Das war ein Spiegelbild von unserer Vorbereitung. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen und haben es dann ausgeglichen gestaltet, sage ich mal so, ab der 25. circa. Haben das Tor gemacht mit ein bisschen Glück. Okay, auf der anderen Seite das Tor von Garling war auch ein bisschen blöd, weil unser Innenverteidiger, den rutscht der Ball über Schlappen drüber und der andere sagt halt danke. Wir machen das 1-1 mit Glück. Der beide Arme geht doch fast schon durch die Wand durch und der Ball kommt zum Lämmerpartik etwas senken zum 1-1. War in Ordnung dann. In der zweiten Halbzeit waren wir dann bis zum 2-1 meines Erachtens die bessere Mannschaft, haben viel mehr Druck entwickelt. Wie ihr beide schon gesagt habt, Garling hat einen Eindruck gemacht, wie wir jetzt am Boden gewesen wären. Und dann kam für mich eine ganz ominöse Szene. Es war am Lämmer Patrick meines Erachtens ein glasklarer Elfmeter. Der war sogar innerhalb, sag ich mal so 20 cm. Der Ball rollt geradeaus weiter und er trifft ihn ganz klar am Fuß und im Gegenzug schlafen wir auf der linken Verteidigerseite und lassen den Spieler an der Grundauslinie durch. Der passt nach innen, der Brunic verpasst noch und der Niebauer sagt dann danke. Darf nicht passieren. Dann habe ich mit dem Unentschieden gerechnet, vielleicht mit dem glücklichen Siegtreffer. Aber der ist nicht gefallen, der ist auch leider auf der anderen Seite gefallen und den Fehler habe ich schon, ja, den wollte ich beschreiben, aber ich kann ihn gar nicht beschreiben, weil der Fehler, was da passiert ist, das darf halt einfach nicht sein. Somit startet man mit einer Niederlage, die sehr, sehr unglücklich ausgefallen ist. Und ja, Mittwoch geht's weiter. Dann schauen wir, dass wir einstellen, was wollen.